Und wir haben jetzt bei der Übernahme der Bundesregierung beinhart alle Aufsichtsräte und teilweise, wo es möglich war, die Geschäftsführer der staatlichen und halbstaatlichen Betriebe ausgetauscht. Jörg Haider entstammt aus einer klassischen nationalen Familie, so wie ich. Ich kannte Jörg Haider bereits seit meinem 11. Lebensjahr. Ich wurde von meinem Vater auf ein Jugendlager geschickt, wo die Parteijugend erzogen wurde, so kann man es durchaus nennen. Ja, wir seien national, wir seien deutschnational, das Österreich ist eine eigene Nation, ist ein Thema eines eigenen Vortrages. Ich komme aus dem Wahlkreis Innviertel, das Land wird ja vielleicht ein Begriff sein, das ist das Grenzland zu Niederbayern, wir sind ja erst seit gut 200 Jahren bei Österreich. Und im letzten Jahrhundert hat noch ein berühmter Heimatdichter gesagt, lieber bayerisch sterben als österreichisch verderben. Heute haben wir noch Probleme, dass es Prozesse gibt über mögliche Korruption. Und die Bevölkerung hat das aber mittlerweile nicht mehr oder bringt es nicht mehr mit einer FPÖ in Verbindung. Und ich stelle ja die These auf, es ist natürlich von mir hier da sehr vermessen, aber ich sage, 1989 ist wohl die Berliner Mauer gefallen und der Kommunismus als Wirtschaftssystem untergegangen, aber in den Köpfen der meisten Menschen ist er noch immer latent. Man darf bei schweren Angriffen nicht die Nerven verlieren. Ich spreche ganz bewusst, ob Sie das verfolgt in den Medien, es ist Anfang Jänner ein Liederbuch aufgetaucht, ja, das mittlerweile ja, erwiesenermaßen ganz woanders war und schon längst nicht mehr in Gebrauch war. Aber jedes Zurückweichen bedeutet, dass der Gegner das Gefühl hat, er kann uns aus dem Sattel heben. Ein zweites, was wir aus meiner Sicht unbedingt durchführen müssen, wir sind mitten darunter, ist eine Neutralisierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Ich sage, auch auf die Gefahr hin, dass uns eine sogenannte Urbanisierung vorgeworfen wird. Das müssen wir durchziehen. Mich erinnert die Nachrichtensendung des österreichischen Rundfunks teilweise an die Aktuelle Kamera. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Der politische Mitbewerb, den geht es ja nicht um eine moralische Instanz oder den geht es nicht darum, dass er uns bekehrt, sondern geht es nur um die Vernichtung. Das muss man sich immer bewusst sein. Aber die Grünen sind für mich die würdigen Nachfolger der Jakobiner. Und wenn sie könnten, dann würden sie uns alle an die Guillotine schicken.